Wende dich zu mir, denn ich bin einsam und elend. Worte aus dem 25. Psalm, die uns heute durch diesen Tag begleiten. Wende dich zu mir. In diesem Wort steckt das Gesicht. Dreh dein Gesicht zu mir. Sieh mich an, nimm mich wahr, denn ich bin einsam und elend. Es ist schon ein großer Schritt, so etwas zu sagen. Eigentlich sagen wir lieber, sieh mich nicht an. Ich habe mich noch nicht schön gemacht, ich sehe nicht gut aus. Sieh mich nicht an, du siehst nur ein schmerzverzerrtes Gesicht. Am liebsten verstecken wir uns, wenn wir Tränen haben, hinter Sonnenbrillen oder schließen uns in unsere Kammer ein. Sieh mich an, denn ich bin einsam und elend. Um diesen Satz zu sagen, braucht es erst einmal ein ganz großes Vertrauen. So etwas sage ich nur, wenn ich zu jemandem wirklich Zutrauen habe, wenn ich mich so zeigen kann, wie ich bin. Und das Zweite, sieh mich an, wende dich mir zu. Was kann uns Hilfe bringen? Uns kann Hilfe bringen, wenn wir gesehen werden, wenn wir wissen, dass Gott uns ansieht. Als Maria schwanger geworden ist und erfährt, was es mit ihr auf sich hat, da sagt sie, der Herr die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Dieses Angesehenwerden, es ändert schon ganz vieles. Als Lehrtext zu unserem heutigen Tag ist uns ausgesucht eine interessante Geschichte. Am Teich Bethesda in Jerusalem, am Schaftor, liegen ganz viele Menschen und warten, denn sie haben das Gerücht gehört, wenn dieser Teich Wellen wirft, dann muss man ganz schnell ins Wasser gehen und wer als Erster das Wasser erreicht, der wird geheilt. Und so liegen die Kranken da weit weg von allen, ungesehen und warten und warten. Als Jesus dort vorbeikommt, trifft er einen, der schon jahrzehntelang dort wartet. Und Jesus sieht ihn an und sagt, steh auf und geh. Dieses Ansehen, dieses Wahrgenommenwerden, es verändert unser Leben. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns ansieht, voller Liebe, da, wo unser Herz voller Hass ist. Er sieht uns an und gibt uns Zuversicht, da, wo wir ängstlich sind. Er sieht uns an und er sieht auch das, was wir an uns selber nicht leiden können, nicht mögen, was uns Angst macht. Er nimmt uns an, voller Liebe. Und das verändert unser Leben. Amen. Auf meinen lieben Gott trau ich in Angst und Not. Der kann mich allzeit retten aus Trübsal, Angst und Nöten. Mein Unglück kann er wenden, steht als in seinen Händen. Ob mich mein Sünd anficht, will ich verzagen nicht. Auf Christus will ich bauen und ihm allein vertrauen. Ihm tu ich mich ergeben, im Tod und auch im Leben. Ob mich der Tod nimmt hin, ist Sterben mein Gewinn. Und Christus ist mein Leben, ihm tu ich mich ergeben. Ich sterb heut oder morgen, mein Ziel wird er versorgen. O mein Herr Jesu Christ, der du geduldig bist, für mich am Kreuz gestorben, hast mir das Heil erworben. Auch uns allen zugleiche, das ewig im Himmel.
Amen zu aller Stund, sprech ich aus Herzensgrund. Du wollest selbst uns leiten, Herr Christ, zu allen Zeiten, auf dass wir dein